Die Nullstellenbestimmung quadratischer Funktionen führt auf quadratische Gleichungen. Die Problemstellung lautet also, die Nullstellen einer quadratischen Funktion zu finden. Eine quadratische Funktion, wir erinnern uns, hat die Form f von x, also von der Gleichung her, f von x gleich ax² plus bx plus c, wobei a, b und c reelle Zahlen sind. A sollte dabei ungleich 0 sein, damit man wirklich eine quadratische Funktion hat. Wir wollen jetzt in diesem ersten Video zur Lösung quadratischer Gleichungen einmal den Fall betrachten, dass c gleich 0 ist. Wir nehmen also c einfach mal raus und haben dann quadratische Funktionen, deren Gleichungen die Form haben f von x gleich ax² plus bx. Wir machen zunächst mal das erste Beispiel. F von x soll sein 2x² minus 8x. Und hier sieht man, a ist gleich 2, b ist gleich minus 8 und c ist gleich 0, wie wir das hier in diesem Video auch annehmen. Eine solche quadratische Gleichung, bei der c gleich 0 ist, kann man immer lösen, indem man x ausklammert. Wir werden das hier in diesem Beispiel einmal vorführen. Hier steht 2x² minus 8x ist gleich 0. Wenn wir x ausklammern, erhalten wir x mal in Klammern 2x minus 8 gleich 0. Hier sehen wir, wir haben jetzt den Term, den quadratischen Funktionsterm, faktorisiert in x mal 2x minus 8. Und hier steht jetzt ein Produkt, das 0 ergibt. Ein Produkt ist aber dann 0, wenn ein Faktor 0 ist. In diesem Fall kann also der erste Faktor 0 werden, wenn x gleich 0 wird. Und der zweite Faktor, 2x minus 8, der wird 0, wenn x speziell gleich 4 ist. Man löst also diese Gleichung auf in x gleich 0 oder 2x minus 8 gleich 0, weil jeder einzelne Faktor 0 werden kann. Und dann erhalten wir als Lösung der quadratischen Gleichung x gleich 0 und dann hier auch noch einmal x gleich 4. Hier steht dann x gleich 0 oder x gleich 4. Bitte daran denken, dass man hier die verschiedenen Lösungen durch ein oder trennt, weil x ja nur den Wert 0 annehmen kann oder den Wert 4. Bei solchen quadratischen Gleichungen, bei denen c gleich 0 ist, wenn wir also ax² plus bx gleich 0 setzen, ist immer x gleich 0 eine Nullstelle. Hier habe ich die Nullstellen von f also nochmal hingeschrieben, 0 und 4. So, zweites Beispiel, die Funktion g mit der Gleichung g von x gleich minus 3x² minus 6x. Hier haben wir a gleich minus 3, b gleich minus 6 und natürlich c gleich 0. G von x ist genau dann 0, wenn minus 3x² minus 6x gleich 0 ist. Hier wird wieder x ausgeklammert und wir erhalten x mal minus 3x minus 6 gleich 0. Hier ist wieder der Term faktorisiert, sodass wir einmal x gleich 0 haben und einmal minus 3x minus 6 gleich 0. Einer der beiden Terme muss 0 werden, damit 0 als Produkt herauskommt. Und wir sehen, wenn wir hier x gleich 0, können wir wieder stehen lassen. Oder wenn minus 3x minus 6 gleich 0 sein soll, dann muss x gleich minus 2 sein. Wir brauchen dafür nur noch diese lineare Gleichung zu lösen, indem wir hier 6 rüberbringen und dann durch minus 3 dividieren. Und wir erhalten die Nullstellen von g, nämlich 0 und minus 2.